Yo, was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal meine persönliche Aufwärmroutine, wenn ich Cups spiele oder einfach nur, wenn ich grinden will. Also ich hoffe, ihr findet das Video gut. Lasst gerne Like da, Abo da und kommentiert das für den Algorithmus. Also wir fangen mal an. Ich mache immer am Anfang so Buildfights. Dafür gehen wir auf die AMA 1v1 Buildfight Map. Ich blende euch auch noch den Code ein und rein da. Wie viele von euch wissen, spiele ich hier auf Controller. Und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr so Duo-Mate Cup spielt, spielt die Map auch mit eurem Duo-Mate. Hier gehe ich immer auf die 175 HP, weil man dann auch so Clips hitten kann. Dann spiele ich mich einfach warm mit meinen Edits. Bisschen Double Edits. Und einfach bisschen Game Sense kriegen. Das mache ich dann so für 10, 15 Minuten. Und man kann am Anfang auch einfach mal verkacken. Das ist kein Problem. Man sollte nur irgendwann ein gutes Gefühl für die Tasten bekommen. Und das mache ich jetzt einfach ein bisschen. Und dann gehen wir in die nächste Map. So, jetzt sind wir wieder unten angekommen. Ich empfehle euch auch irgendwie, wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier so eine Box bauen. Und dann so üben, so Pre-Edits reinzugehen. Also Pickaxen und dann BAM. So, dann gehen wir mal rein in die nächste Map. So, also, wir sind jetzt beim Aim Trainer. Da werde ich euch auch noch Mapcode einblenden. Es gibt verschiedene Aim Trainer. Ich benutze auch verschiedene. Und da gibt es halt immer so verschiedene Aufgaben. Hier kann einfach so hier Aim Trainer machen. Hier gibt es so Tracking von verschiedenen Sachen. Hier zum Beispiel kannst du Glider tracken, horizontal tracken, 360 Grad, also quasi überall. Vertikal und halt auf kurze Distanz. Dann gibt es hier Flickshots. Das wenn so bam, bam. Da muss halt immer so verschiedene Sachen treffen. Gibt's auch verschiedene Varianten. Kann man gegen 2 bis 4 Spieler Aim-Duell machen. Wir gehen jetzt gleich mal in die erste Rubrik rein. Aim-Trainer. Gehe ich einfach mal auf Mini. Das mache ich öfter. So, dann muss man die halt abschießen. Normalerweise mache ich das mit MK7, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Da muss halt hier so die Ziele abschießen, ne? Ja, das ist eigentlich alles. Gehe ich hier mal Moving. Hier kann man bis nach hier vorne laufen. Und dann kann man hier starten. Und dann bewegen sich die ganzen Ziele und man muss sie halt abschießen. So, bam, bam, bam. Und ich treffe halt gar nichts. Doch, ich treffe. Da, so, und dann bewegen sich die Ziele halt. Dann gehen wir mal weiter zum Tracking. Gehe ich mal auf Vertikal. Da gibt es halt dann so eine Figur, die muss man halt dann so abschießen, also genau so. Kommt jetzt wieder eine neue Figur. Das ist ein bisschen verbuggt, aber ja, ihr könnt es dann trotzdem hier so abschießen.
Gehen wir noch in Glider rein. Hier kann es enablen. Hier kann es enablen. Dann muss man den Typen tracken. Ich bin halt jetzt noch unwarmed. Deswegen treffe ich nicht so viel. Gehen wir jetzt zu Flickshot. Hier. Silent Flick rein. Hier muss man so bam, bam, bam. Das mache ich immer, eigentlich immer ziemlich gern. Da habe ich schon wieder Ziel verpasst. Das war dumm von mir. Bam, 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 nein, bam, bam, bam. Zum Beispiel habe ich jetzt nicht getroffen. Da muss ich halt noch üben. Ich kann auch üben, so Headshots zu geben und so. Ist doch okay, wenn man nicht alles trifft. Getroffen, getroffen. Na, das war jetzt, gechoked. Egal. Machen wir nochmal einen Flickshoot mit Impuls. Fliegen halt so Teile auf dich drauf. Ja, das ist aber nicht so empfehlen, der Modus, weil es ist ein bisschen verwirrend. Da empfehle ich euch lieber Glider-Tracking. Kommen wir jetzt zum letzten 2-4 Player. Gehe ich in Boxfights rein. Kann man es anschalten. Use to destroy the builds, damit meistens so Builds zerstören. Hier kann man einfach ein bisschen Boxfeinden üben. Und euer Mate dann halt. So, das war's mit der Map und wir sehen uns in der nächsten Map. So, hier kann man dann also in verschiedene Teams gehen. Und hier gibt es immer die Auswahl zwischen normale Pump, hier Pistol, SMG und Warm Pump. Ich gehe jetzt mal in Warm Pump. Und hier muss man halt immer so die Seiten blocken. Was macht mein Teammate da? Okay. Ist immer komisch mit Randoms zum Spielen, deswegen empfehle ich euch immer mit anderen Leuten zum Spielen. Okay. Und es gibt halt immer, verschiedene Maps. Nein. Ich glaube, mein Teammate ist schon gelieft. Oh, mein Teammate hat einen. Crack. Dead. Und dafür ist halt auch die Map gut. Man kann sie üben und so. Das war's dann mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und kommentiert was Nettes drunter. Wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, kommentiert eine 1, schreibt einfach eine 1 in die Kommentare. Und danke für euren Support. Ciao, Leute.